Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von MP Custom Effects den Phaser. So, der Phaser von MP Custom Effects. Viele Leute werden wahrscheinlich MP Custom Effects noch nicht so wirklich gehört haben. Ich habe schon mal zwei Videos für das Mastermind von MP Custom Effects gemacht, nämlich für Miloš Popović aus Serbien. Und er ist einfach genauso ein Pedal-Nerd wie wir. Also er ist, glaube ich, normal bei der Armee und schraubt diese Pedals einfach nur in seiner Freizeit zusammen, was ich schon mal total geil finde. Und heute haben wir den Phaser. Der Phaser ist, von den Namen schon mal sagen kann, könnte man eventuell vermuten, dass es sich um einen Phaser handelt, was es natürlich auch ist. Wir haben es hier mit einem Phaser zu tun, wo wir natürlich wieder unsere Custom-Optik drauf machen können, was schon mal wieder echt super ist. Also ich habe jetzt, das ist jetzt ein Pedal, was der Editor von uns entworfen hat, den ihr momentan nicht sehen könnt. Der sitzt exakt hier, nämlich Jule. Und die Optik ist ganz einfach ein Bandfoto oder ein Banddesign von unserer Band Crush, was ich sehr cool finde. Ja, was haben wir auf dem Pedal drauf? Wir haben drei Regler, nämlich Rate, dann haben wir noch Bias und Mix. Ja, was Rate macht, ist ganz einfach die Geschwindigkeit von dem Phaser. Dann haben wir natürlich Mix, wie sehr der Phaser in dem Mix von dem gesamten Signal praktisch drin ist. Also man kann den Phaser praktisch stufenlos mit reinmischen. Und dann haben wir noch Bias, wo man eventuell erstmal nicht so wirklich sagen kann, was es macht. Als ich das Pedal allerdings getestet habe, ist mir so aufgefallen, dass bei Bias in der Richtung dann wirklich eher so die Bassfrequenzen so moduliert werden und hier ist es eher so dann die höheren Frequenzen, aber ganz sicher bin ich mir nicht, also das ist auf jeden Fall das, was ich gehört habe. Das könnt ihr euch gleich auf jeden Fall mal anhören. Ansonsten, das ganze Pedal ist natürlich wieder aus diesem coolen Aluminium gefertigt, schön selbst. Es sieht absolut geil selfmade aus, selbst gebogen, zusammengeschraubt. Wir haben auch wieder einen On-Off-Schalter. Es wird wieder gepowert mit 9 Volt. Wir haben auch wieder die beiden Input, also den Input und den Output-Check. Den haben wir auch wieder oben, was natürlich sehr Pedalboard-freundlich macht. Und ja, viel mehr gibt es zu dem Teil einfach nicht zu sagen. Wir werden das Ding jetzt mal anhören, nämlich über meinen Marshall TSL-6T, der über eine 212er Box und mit einem Sennheiser E609 abgenommen ist. Und dazu werden wir das ganze Ding einmal im Clean-Kanal ausprobieren, weil ein Phaser ist ja durchaus auch schön für Clean-Sachen, wenn man so diese Balladensachen oder so machen möchte und das Ganze ein bisschen anders klingen lassen möchte, macht sich der Phaser meines Erachtens immer sehr gut. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal, hoffentlich für ein paar Van Halen-Sounds, auch nochmal in den verzerrten Bereich. Viel Spaß! Thank you.
Ja, der Phaser von Miloš Popovic. Man kann wie immer einfach nichts weiter darüber sagen, als dass das wieder ein sehr cooles Pedal von Miloš ist. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, für den Preis, für das man dieses Pedal bekommt, ich meine, mehr Boutique geht dafür eigentlich nicht, weil man kann sich ein eigenes Custom-Design machen. Es ist wirklich komplett handwired und Miloš möchte echt nicht so viel Geld dafür haben. Wie ihr an die Pedals kommt, ist ganz einfach. Ihr schreibt Miloš Popovic auf Facebook und er wird euch dann einfach eine Liste schicken und ihr bezahlt dann per PayPal. Das Ding ist, in 2 Wochen ist das da. Also das funktioniert sehr gut bei Miloš. Das ist ein sehr, sehr netter Kerl. Und jo, ansonsten kann man wirklich, es ist jetzt kein extremer Phaser, das muss man wahrscheinlich mal dazu sagen. Für meinen Geschmack ist natürlich, ich mag sehr extreme Phaser und da ist der MP Custom Effects vielleicht nicht so gut geeignet für Leute, die das mögen. Aber wenn man wirklich vor allem für Clean Sounds Phaser braucht, ist das Ding echt cool. Aber für verzerrte Sounds ist er mir einfach ein bisschen zu zahm. Ah, das ist wirklich reine Geschmackssache. Hört euch das Teil auf jeden Fall selber mal an, schreibt Miloš und holt euch das Ding einfach mal. Mir hat es natürlich wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr die Pedal Show von Jochen und mir weiterhin noch sehen wollt, vergesst unten nicht auf Abonnieren zu klicken. Und wir sehen uns. Keep rocking!